Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Wir präsentieren Ihnen heute die Govinda Entwicklungshilfe und stellen unsere Projekte in Nepal vor. Jede und jeder kann etwas tun. Das ist unser Motto. Das war auch mein Wunsch, als ich 1999 als Praktikantin in unser Waisenhaus kam. Maria Domhardt und Steffi Endig präsentieren Ihnen heute die Govinda Entwicklungshilfe e.V. Das ist Kalpana. Kalpana erinnert sich. Am Anfang kannte ich hier noch niemanden. Ich kannte nur Rocco und die Leute, die mich in dem Dorf abgeholt hatten. Aber im Waisenhaus wurde ich sehr freundlich aufgenommen. Ich habe jetzt viele neue Schwestern und gehe gerne in die Schule. Ach ja, und neue Brüder habe ich hier natürlich auch. Doch sie werden mir nie meine beiden leiblichen Brüder, Ratna Bahadur und Bala, ersetzen, mit denen ich aufgewachsen bin. Sie sind immer noch dort oben, in Mugu, in jenem kleinen Haus, das sie von ihren verstorbenen Eltern geerbt haben. Kalpanas Brüder vermissen ihre kleine Schwester sehr. Doch deren Aufnahme ins Shangri-La-Waisenhaus hat ihnen finanzielle Verbesserungen gebracht, hat ihr hartes Leben etwas gemildert. Ihr älterer Bruder Ratna Bahadur kann nun, da er die dauernde Sorge um die jüngere Schwester los ist, als Saisonarbeiter nach Nordindien gehen, wo er auf Großfarmen als Knecht arbeitet. Sein langer Marsch von Mugu an den Arbeitsort dauert jeweils über 2 Wochen. Um Kinder wie Kalpana kümmern wir uns. Im Jahr 2000 haben wir außerhalb von Kathmandu ein Waisenhaus für 50 Waisenkinder gebaut. 27 Jugendliche haben bereits ihren Schulabschluss in der Tasche und das Waisenhaus verlassen. Wir waren der erste Verein in Nepal, der die Kinder auch noch während ihrer Ausbildung und im Studium begleitet, in unserem Reintegrationsprojekt. Die Kinder werden nun Krankenschwester, Kosmetikerin oder werden Landwirt. In der Nähe des Waisenhauses haben wir eine Schule gebaut, in die heute 500 Kinder gehen. Für die Hälfte der Kinder übernehmen Paten in Deutschland und der Schweiz das Schulgeld, die medizinische Grundversorgung und das Essen in der Schule. Die Kinder im Patenschaftsprogramm kommen aus ärmlichen Verhältnissen. Kinder aus diesen Verhältnissen können in Nepal normalerweise gar nicht zur Schule gehen oder nur für kurze Zeit. Unüblich für Nepal ist auch, dass hier Kinder aus unterschiedlichen Kasten zusammen in eine Schule gehen. Zusätzlich können die Kinder an der Schule einen Abschluss machen in Hauswirtschaft, in Landwirtschaft, in Schreinern, Töpfern und in Informatik. Das ist Rita. 2 Jahre alt war Rita, als ihr Vater starb. Er war hoch auf einen Baum hinaufgeklettert und heruntergefallen. Auf den Kopf. 5 Jahre später verlor Rita ihre Mutter. Sie starb an einem Schlangenbiss. Kurze Zeit später erkrankte ihre Schwester an Typhus und starb daraufhin an einer Lungenentzündung, weil sich niemand professionell um sie kümmern konnte. Dort unten, im ländlichen Terai-Gebiet Nepals, nahe der indischen Grenze. Nun hatte die kleine Rita nur noch ihre alte Großmama, eine Bauernwitwe, die mehr schlecht als recht für sie sorgen konnte. Kurz nach dem Tod ihrer älteren Schwester erlitt Rita einen schweren Verkehrsunfall. Sie wurde von einem Lastwagen überfahren. Daraufhin musste dem Mädchen das rechte Bein amputiert werden. Rita liebt Musik, die Kultur ihres Landes und träumt vom Reisen. Doch ich will auch immer wieder zurückkommen, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, möchte ich immer einige Monate pro Jahr in Terai verbringen und den Leuten dort helfen. Ich liebe mein Heimatland, aber es muss sich ändern. Es müssen Verbesserungen kommen. Die Armut ist hier das allergrößte Problem. Damit hat die junge Frau natürlich recht. Die Karnali-Zone im Westen Nepals ist eine der ärmsten Regionen der Welt. Es gibt hier fast keine Straßen, kein Telefon, kaum Infrastruktur, kaum Schulen und medizinische Versorgung. Die Lebenserwartung der Menschen liegt gerade mal bei 50 Jahren. Die Analphabetenrate ist hoch, bei Frauen sogar bei 92%. Das einzige Krankenhaus in Jumla mit nur einem Arzt betreut 86.000 Menschen. Es handelt sich weltweit um die einzigste Region, in der Frauen früher sterben als Männer. Seit 2005 führen wir Gemeindeprojekte in Westnepal durch. Wir wollen dazu beitragen, dass sich die Lebensbedingungen in diesen armen Regionen verbessern. Studenten aus der Distrikthauptstadt Jumla gehen dazu in die abgelegenen Dörfer und bilden die Dorfbewohner aus. Sie geben Tipps, den landwirtschaftlichen Ertrag zu steigern,
klären über Hygienemaßnahmen auf und wir wollen helfen, die Infrastruktur zu verbessern. Zum Beispiel bauen wir Toiletten. Außerdem hat die Dorfbevölkerung mitgeholfen, dass wir mindestens schon 5 Schulen in Westnepal gebaut haben. Jährlich führen wir auch Gesundheitscamps durch mit Zahnärzten und Gynäkologen. Hier nochmal unsere Projekte in Nepal im Überblick. Wir haben einmal unsere Schule mit 500 Schülern und diesem Patenschaftsprogramm. Wir haben das Waisenhaus mit dem Reintegrationsprojekt für unsere Jugendlichen. Und wir haben die vielen Gemeindeprojekte in Westnepal mit den Gesundheitscamps. Wir alle arbeiten ehrenamtlich für diesen Verein. Wir haben einen Verwaltungsaufwand von nur 7% im Jahr. Das heißt, die Ihre Hilfe kommt direkt in Nepal an. Fast 500 Mitglieder und Paten in ganz Deutschland und in der Schweiz unterstützen Gomin. Jede und jeder kann etwas tun. Wenn ihr Lust habt mitzuhelfen, könnt ihr gerne zum ANA-Aktionskreis kommen. Wir treffen uns regelmäßig, wir machen verschiedene Veranstaltungen. Zum Beispiel sind wir auf dem Weihnachtsmarkt in Faxenfeld, haben immer auf den Reichstätter Tagen einen Cocktailstand gegenüber vom Dritte Weltladen. Infos, wann und wo wir uns treffen, gibt es auf unserer Homepage www.waisenkind.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir haben noch ein paar Broschüren dabei und würden die nachher noch auslegen.